zwei Herren, ich kann den nicht. Aber ich kann die Leute begrüßen in Holland. Ja. Das schaut zwar kaum nicht zu, aber falls ein Holländer in Österreich wohnt, hat er jetzt Freude wahrscheinlich. Jetzt. Ne? Ja. Ich werde dich dann nachher noch auf zwei andere Sprachen fragen. treffen sich also zwei Menschen im Supermarkt, fahren mit dem Wagen, einkaufen zwei Männer im Supermarkt, fahren mit dem Wagen und fahren zusammen. So sagt eine Mann, entschuldigen, es ist mir irrsinnig unangenehm, aber ich bin völlig verwirrt, weil ich meine Frau suche. Sagt er, ich suche auch meine Frau. Sagt er, vielleicht kann ich, wie schaut ihre denn aus? Sagt er, naja, sie ist 1,85 und hat so eine blonde Mähne und so ein enges Top hat sie an, das ist eigentlich sehr geweitet, oben der eine Knopf, sie am Ding, dann ist sie sehr schlanke Hüften und so ein ganz enges Kleid und solche High Heels. Sie erkennen sofort, sie hat so ganz auffällige Netzstrümpfe. Und wie schaut ihre Frau aus? Sagt er, das ist völlig wurscht, wir suchen ihre. Skilift, ne? Und zwar steht da ein kleiner Bub neben der Papa, der schaut so viel. Papi! Ja, Karl-Otto Rüdiger? Warum hast du eigentlich Mutti geheiratet? Käthe, komm mal rüber, Karl-Otto Rüdiger versteht es auch nicht. Die Huber-Kathi kommt in den Himmel, klopft. Petrus macht auf, sagt sie, grüß Gott, ich bin die Huber-Kathi und ich suche meinen Mann. Sagt er, ihr Mann? Ja, der ist 2 Jahre vor mir verstorben. Das waren furchtbare 2 Jahre. Dann sagt er, ja gut, wie heißt Ihr Mann? Der heißt Huber Johann. Huber Hans, werden wir gleich schauen. Der macht das Himmelsbuch auf, stark. Und sagt, tut mir leid, aber Huber Hans? Huber Hans? Haben wir keinen. Das ist ja nicht möglich. Der muss schon 2 Jahre da sein. Die müssen sogar persönlich kennen nach 2 Jahren. Nein, das tut mir leid, aber haben wir nicht, ne? Das ist ja Wahnsinn, wo kann der sein? Ja, da haben wir noch das Buch mit den Flammen. Was? Im Fegefeuer? Ja, kann sein, ne? Fegefeuer. Gut, schlag das Fegefeuerbuch auf. Schau, Huber, Huber, Huber. Huber, alles da. Na, alle möglichen Huber, aber kein Huber Johann. Haben wir leider nicht. Ja, das ist ja nicht möglich. Der kann ich nicht verloren gehen. Der muss da sein. Ja, Moment. Wir haben da... da haben wir noch das dunkle Buch da mit den roten Hörnern. Was? Beim Teufel unten? Ja. Na, der war allerwärts aber nicht. Der war so lieber. Der kann ja nicht in der Hölle. Ja, muss man auch schauen. Schaut nach. Sag er, Sie haben Glück, da ist er auch nicht. Ja, und wo ist er jetzt? Ja, das weiß ich auch nicht. Na, das ist ja nicht möglich. Sie müssen sich dann um meinen Hans kümmern. Ich bin geliebt. Ewig geliebt. Ich sag, was heißt ewig geliebt? Ja, Entschuldigung, wir waren ja 50 Jahre miteinander verheiratet. Ja, Madel, das müssen Sie doch gleich sagen. Da muss man doch nachschauen im Buch mit den Märtyrern. Sonntag früh, Ehepaar liegt im Bett. Er hupft auf, stellt sich in seiner ganzen Herrlichkeit vor den Spiegel und sagt, ein paar Zentimeter mehr und ich wäre ein König. Sie vom Bett, ein paar Zentimeter weniger und du warst der Königin. Eine Dame geht zum Herrn Doktor, sagt sie. Entschuldigung, Herr Doktor. Herr Doktor, ich lebe jetzt mit meinem Mann in einer wunderbaren Beziehung seit 20 Jahren, aber ich habe in letzter Zeit unglaubliche Schmerzen, und zwar da am Oberkörper. So, gnädige Frau, freimachen. Die Dame schnallt ab. Der Herr Doktor schaut hinüber und sagt, gnädige Frau. Gnädige Frau, sowas habe ich aber noch gar nicht gesehen. Bei Ihnen ist ja eine von den Brüsten länger als die andere. Ja, wissen Sie, mein Mann ist ein kindischer Teufel. Wieso ist Ihr Herr Gemahl kindisch? Ja, jeden Tag am Abend, wenn wir miteinander ins Bett gehen, nimmt er eine von meinen Brüsten in den Mund. Ja, deswegen ist er ja kindisch. Das machen doch tausende Ehemänner. Ja, aber wir haben getrennte Schlafzimmer. Ein Ehepaar, also sie hat eine schlechte Diagnose und sie sagt, ich traue mich nicht zum Arzt gehen, dass der sagt, wie es mit mir wirklich ausschaut und sagt ihren Mann, könntest du so lieb sein und hingehen. Also ja klar, selbstverständlich mache ich. Na, der kommt zum Arzt und der Arzt, das ist schwierig. Also ihre Frau, der geht es wirklich ganz schlecht. Also ich glaube, die wird sterben. Eine Chance gäbe noch, sie müssten jeden Tag mit ihr Sex haben. Dann könnte man noch, ah, na gut, danke. Dann geht heim und sie sagt, und was hat der Arzt gesagt? Du musst sterben.
Ein junges Paar sitzt zu Hause auf der Couch, sagt er zu ihr, sag, wie viel Partner hattest du denn eigentlich vor mir? Und sie schaut und schweigt und schweigt und schweigt. Nach einer Stunde schweigt die immer noch, sagt er zu ihr, Schatz, Entschuldigung, das war eine total blöde Frage. Bist du mir noch böse? Sagt sie, pst, warte, die Zöno. Zwei Freundinnen treffen sich und sagt, stell dir vor, mein Mann, der hat mich letztens in der Früh mit Oralsex überrascht. Und die andere sagt, hey, das ist aber lässig. Und was hast du gesagt? Oh ja, bist du geppert? Eine Frau ist in einer Bar und ist ein bisschen auf Streiten drauf und da kommt ein Mann in die Bar, der 2 Meter groß ist und der schaut total mürrisch und sie geht zu ihm hier und sagt, hey, was schaust du denn so deppert, ha? Was schaust du, ha? Und der reagiert überhaupt nicht und sie geht hier und rennt bei dem ein bisschen und sagt, na, was ist mit dir, ha? Willst du einen Streit? Na, und der sagt wieder nichts, reagiert nicht, auf einmal holt die Frau aus und haut ihm eine aufs Schienbein. Na, der reagiert wieder nicht und sie sagt, hey, was ist? Hast du vielleicht auch Angst vor mir? Sagt er, na, ich habe echt einen blöden Tag. Heute in der Früh bin ich aufgewacht und habe einen Brief am Kugelkastel von meiner Frau, sie ist weg. Und ja, haben wir gedacht, ich schneide mir die Pulsadern auf und kriege die Tischlade nicht auf. Ja, ja, haben wir gedacht, okay, wurscht, ich häng mich auf. Was passiert? Reißt mir der Strick an. Ja, haben wir gedacht, gut, wurscht, hau ich mich auf die Gleise, geh runter, leg mich auf die Gleise, kommt kein Zug. Ja? Ja, die Frau wird grantig, ja, und rennt bei dem Mann und sagt, ja, aber ich will jetzt streiten, mir ist eine Geschichte wurscht, ja. Und denkt sie, okay, nimm sein Kriegel und trink's aus, ja. Nimmt das Kriegel, trinkt's aus und er sagt, ja, der scheiß Tag geht schon wieder weiter. Wer jetzt will mich da umbringen, haben wir Gift ins Kriegel und du saufst mir da. Die Herren machen aus, sie gehen natürlich zum Sport. Und wenn Herren ausmachen, sie gehen zum Sport, gehen sie zum Fußball. Und die Damen zu Hause denken sich, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Die sind jeden Samstag unterwegs und wir haben gar nichts. Und auf einmal sagt die eine Dame, sondern weißt du was, wir gehen jetzt auch zum Sport. Ja, aber ich sag dir gleich, das eine Fußball interessiert mich null. Ja, dann gehen wir halt zum Pferderennen. Pferderennen, super Idee. Gehen hinein, jetzt hören sie schon beim Eingang, da kann man Wetten abschließen. Du hast gehört, Dreisel. Da kann man Wetten abschließen. Ja, habe ich gehört, aber kennst du die Pferde? Nein, ich kenne die Rose nicht, aber... Das überlassen wir dem Zufall. Was hast du denn für eine Körbchengröße? Also A, B, C, D, sagen wir einfach 1, 2, 3, 4. Sag sie I. Die Größe 3. Und du? I. 4. 3 und 4, 7. Setzen wir 100 Euro auf die Nummer 7. Jede der Damen 50 Euro außer und 100 Euro auf die Nummer 7. Ein spannendes Rennen beginnt. Bis herein in die 12. Runde führt die Nummer 7 die ganze Zielgerade rauf. Immer noch die Nummer 7 in Führung und über die Ziellinie geht das Erste mit einer Nasenlänge Vorsprung. Man möchte es kaum für möglich halten, die Nummer 7. Die Damen haben gewonnen 400.000 Euro. Horn, die eine hat auf den Tisch des Gemahls 200.000 Euro geplattelt, hat sie gesagt, da kannst du mal ein Beispiel nehmen. Wenn du vom Fußball heimkommst, bringst du außer einen Rausch gar nichts mit. Haben sich die Männer gedacht, das Haus muss nicht gefallen. Wir gehen jetzt auch zum Pferderennen. Eine sagt Dani Hans, ja, was ist denn? Bei uns wird die schlecht funktionieren, auch mit der BH-Größe. Ja, das macht man mir ganz anders. Wie oft erfüllst du in der Woche deine ehelichen Pflichten? Ich, viermal und du? Ich, fünfmal. 4 und 5 ist 9. Setzt man 100er auf die Nummer 9. Ein spannendes Rennen beginnt bis herein in die 12. Runde. Führt die Nummer 9 die ganze Zielgerade rauf. Immer noch die Nummer 9 in Führung. Und über die Ziellinie geht das Erste mit einer Nasenlänge Vorsprung im Finish gewonnen. Die Nummer 2. Hat der eine zum anderen gesagt, 6 Tons, waren wir ehrlich gewesen, hätten wir auch gewonnen. Ein Bärchen am Frühstückstisch, sagt sie. Wo ist deine Leidenschaft geblieben? Wo ist deine Potenz geblieben? Sagt er, was fragst du mich? Du räumst ja immer alles weg. Treffen sich zwei Freunde, sagt der eine, hörst, deine Frau ist aber schon schier. Ne?
sagt der andere, aber nicht so schier wie deine. Ja? Sagt er, aber meine macht was dagegen. Sagt er, was macht sie denn dagegen? Sagt er, die macht jetzt so Schlammpackungen. Sagt er, und hilft es? Sagt er, na, das hilft, aber nach 3 Wochen plattelt es auch wieder.